Moin moin und willkommen zurück zu Reason 2 Dark Waters. Ja, bei der letzten Folge am Ende habe ich ja mit dem Muskete ausprobiert ein bisschen und ich habe ja dann überlegt, ob ich das mir kaufen soll oder nicht. Bin ja danach gestorben. Und ja, es macht ja gut Schaden und ich habe überlegt, so eine Fernwaffe als Hauptwaffe zu haben. Schießen, weglaufen. Könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Wenn man das ein bisschen skillt wahrscheinlich. Ich habe ja mein Schwert ja immer noch so gesehen, wenn was, kann ich ja noch wechseln ab und zu. Wenn es mal vielleicht damit nicht geht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe es mir doch am Ende. Zeig. Die Schiffsflinte. 1000 Gold, fähr damit. Fuck off. So. Dann erstmal ausrüsten, rechte Hand. Da. So. 115 Schuss, also wir sind auch dann Kugeln einfach nur, ne? Ja, scheint so. Dann möchte ich noch was lernen. Ich will was lernen. Und zwar, was gibt's hier so? Feuerwaffen bauen, ne. Kritische Treffer ziehen, 1000 Gold. Ja, her damit. Ich bin noch nicht gut genug. Hä? Ah, kritische Treffer muss ich jetzt lernen, oder was? Ich dachte, ich lerne das dann. Wie ich die Pistole im Gespräch verwenden kann. Nee, das ist Pistole. Dann treffe ich mich mit der Pistole. Nicht die Pistole lernen. Kritische Treffer, das hört sich gut an, aber... Was brauche ich dafür? Feuerwaffen. Ja, und was brauche ich dafür? Vielleicht auf Stufe 2 Feuerwaffe? Jetzt vielleicht? Ich will mal. So gut bin ich auch. Hey, aber was muss ich denn dafür lernen? Gold, 1000 Gold habe ich doch. Kritische Treffer erzielen kann. 1000 Gold. Kritische Treffer. Also ich brauche kritische Treffer, aber... Wie kann ich das erlernen? Ich finde, ich mit der Pistole besser werden. Verstehe das noch nicht so ganz irgendwie. Will noch mal kurz schauen. Was muss ich denn dafür lernen? Ich bin dumm. Kritische Treffer, ja, und wie kann ich das lernen? Was brauche ich dafür außer 1000 Gold? Ja, also ich brauche das, um das zu lernen oder wie, aber ich kann das ja nicht haben, wenn ich das nicht gelernt habe. Leute. Und ich will jetzt das nicht so, ich will die Feuerwaffen jetzt nicht auf Stufe 10 skillen. Und am Ende geht es trotzdem nicht aus irgendwelchen Gründen, auch immer. Ich verstehe es gerade nicht. Ich bin irgendwie so dämlich. Aber was ich mir kaufen könnte, ist nochmal Kugel. Jawohl. Dann mach ich mal speichern. Und jetzt, also ich will ja die Leute mir zusammensuchen. Ich suche Martinez. Er ist nicht hier. Und ich weiß auch nicht, wann er wiederkommt. Wieso? Gibt es ein Problem? Sollte er nicht den Ferch ausmisten? Ach, das kann auch mein Molucke machen. Nein, ich habe ihn auf die Jagd geschickt. Das Fleisch ist ein bisschen knapp. Deshalb dachte ich mir, es ist besser so. Wenn du was von ihm willst, musst du wohl nach draußen. Sag mir einfach, wo ich ihn finde. Ich vermute unten im Tal, direkt vor der Stadt. Vielleicht weiß Eusebio mehr. Schließlich muss er da durch. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Na dann. Bist du Venturo, oder wie er heißt? Nee. Du genießt das Vertrauen des Kommandanten, heißt es. Auf der einen Seite ist es beruhigend, dass du kein Freund der Molukken bist. Auf der anderen Seite bist du immer noch ein Pirat.
Und ich bleibe wachsam. Ich suche Martinez. Der ist draußen im Tal jagen. Weißt du, wann er zurückkommt? Das ist immer unterschiedlich. Wenn du willst, kannst du ja hier auf ihn warten. Ich fürchte, das dauert zu lange. Tja, dann musst du ihn wohl suchen. Aber keine Sorge. Normalerweise verlässt er das Tal nicht. Mit ein bisschen Glück wirst du ihn schon finden. Ja, wahrscheinlich ist er irgendwie am Kämpfen gerade oder so. Deswegen lieber abspeichern. Und da ist er doch. Hallo. Hey, was trampelst du hier rum? Du verscheuchst ja alles. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich bin auf der Jagd. Auch wenn sich hier jetzt erstmal kein Wild mehr blicken lässt. Naja, was soll's. Eigentlich bin ich ja wegen dem Jagdmann hier. Und der ist, egal wie viel Lärm du machst, bestimmt noch in seiner Höhle. Was für ein Jaguar! Willst du mir den auch noch verjagen? Jetzt stell dich mal nicht so an. Schon gut, fand ich ernst gemeint. Der Jaguar treibt hier schon seit längerem sein Unwesen. Mittlerweile weiß ich auch, wo er sich versteckt. In einer Höhle. Soll ich dir helfen? Würdest du? Klar helfe ich dir. Klar helfe ich dir. Gut. Die Höhle ist gleich hier drüben. Folge mir. Okay. Weiter! Ja, ich komme. So, da sind wir. Ab jetzt leise und vorsichtig. Zieh am besten schon mal deine Waffe. Okay. Ich teile dich ab. So, langsam brauchst du auch nicht zu gehen, Kollege. Sehr dunkel hier. Hier muss er irgendwo sein. Am besten schreibst du ihn auf und ich erledige ihn dann. Ja, genau. Waffe weg! Die Waffe weg! Sofort! Du entscheidest! Hä? Was ist sein Problem jetzt? Ah, fuck, er hat mich. Wow, also das mit dir. Das klappt ja ganz gut. Alter, wie geil! Der hätte keine Chance gehabt. Jauger fehlt. Yeah. Ey, das mit der Flint ist ja richtig hammergeil. Leute, ich glaube, ich habe meine Hauptwaffe gefunden jetzt. Scheiß auf ein Schwert, scheiß auf Voodoo-Magie und scheiß dich auf diese Kackpistole. Die Flinte, das ist es. Das ballert. Ein Grabwurzel, das bewegt sich ja. Oh. Das ist bestimmt was Besonderes. Also eine besondere Pflanze. Würde ich mal vermuten. Das macht aber Schaden, Leute. Huh. Und ich kann dauernd abhauen und ausweichen und dann bam. 2 Sekunden Ladezeit nur. Das ist stopp. Ich wollte jetzt kurz mir die Pflanze mal anschauen. Ja, benutzbares. Die Grabwurzel, ja. Oh. Dauerhafte Wirkung ist das. +1, +1, +1. Schwarze Magie, Totenkult und Ritual. Nichts für mich, aber... Damit kann man ja bestimmt gute Tränke herstellen, die dann ein bisschen mehr bunte geben, die dann dauerhaft verbessert sind. Hier auch. Oh, das. Schafblick. Ich muss unbedingt dann Alchemie noch lernen. Und das ist für Hiebwaffen, ja. Schwertdorn. Alles klar. Sehr schön zu wissen. Ich gehe noch kurz hier rein. Eine Schatzkarte. Im Teil des Jaguars. Oh, sehr schön. Der Jaguar ist tot. Sehr gut. Das wird Tito freuen. Hier, das ist ein Teil von der Belohnung. Ich werde dann mal zu Tito gehen. Alcazar schickt mich. Das kann doch nicht wahr sein. Du nimmst dich auf den Arm, oder? Nein, du sollst dich mir anschließen. Wir werden Crow und seine Piraten angreifen. Puh, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Bist du bereit für den Einsatz? Immer langsam. Ich gebe ja zu, dass der normale Dienst stinklangweilig ist. Aber Crow, das wird kein Kinderspiel.
eine Menge kampferprobter Leute da draußen. Wer ist denn noch dabei? Venturo, Bartolo und Sancho. Das hört sich doch schon besser an. Die Jungs sind nämlich ziemlich gut. Alles klar, wo soll ich hinkommen? Sammelpunkt ist vor dem oberen Stadttor. Gut, ich mache mich direkt auf den Weg. Ja, sehr schön. Hat ja ganz gut geklappt hier gerade. Das freut mich natürlich. Wo sind die dummen Affen hier? Ich knall euch ab hier. Ist er tot? Nein. Zwei Treffer brauche ich. Ah, das war eine Ist. Ah, die sind etwas kleiner. Das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger, die zu treffen. Aber zwei Schüsse. Mit einem Schwert brauche ich etwas länger. Um einiges länger. Ah, das freut mich. Das macht Spaß, so Leute. So macht das Spaß. So, einen Schatzkarte haben wir gefunden. Bitte anzeigen. Oh, genau hier direkt. Da? Ja. Hier war das jetzt, ne? Ja, ich guck hier. Wo bist du, mein Kreuz? Da, ne. Doch, hier oben. Und wir haben noch einen Schatz gefunden. Sehr schön. Also wir brauchen unbedingt sehr viel Munition dann. So 10.000 Schuss am besten. Dann haben wir keine Probleme mehr. Dann wollen wir doch mal sehen. Okay, die Waffe dreht ja sehr komisch gerade irgendwie. Also es ist nicht normal irgendwie. Ja, jetzt ist besser. Aber es gibt so Schönes da. Oh, ein Rubin, 500 Gold und ein silberner Teller. Alles mitnehmen. Sehr schön. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir die Skeletten da killen können. Bei dem Friedhof. Hier oben war das. Könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass wir das hinkriegen. Ah, bitte sprinten. Was gibt es hier sonst noch so? Wie komme ich hier raus? Das ist so Hammer! Ja gut, die sind natürlich ein bisschen schnell und flink, aber das ist ja auch kein Problem eigentlich. Ah. Ah, das ist so Hammer. Das macht so viel. Oh, das war schlecht. Das macht schon Spaß irgendwie. Bisschen feige mit weglaufen da und so. Okay, das war auch wieder schlecht. Aber was soll's, ne? Also Leute. Das ist doch Melatte. Ich kann dann ganze Feuervögel und die alle Kackdinger hier abknallen und töten und. Das freut mich schon hier. Ich bin froh, dass ich mich für die entschieden habe, weil ich glaube nicht, dass die Molukken solche Waffen haben. Also bei denen hätten wir Voodoo lernen können. Ach, wer ist denn das? Hallo, du bist ja neu, oder? Ich kenne dich doch gar nicht, wer bist du denn? Sancho, ah, dich haben wir auch noch gefunden, der Top. Was machst du hier? Ich suche was zu essen. Nein, war nur ein Scherz. Wir haben Stimmen gehört und ich soll nachschauen, was los ist. Und? Da sind Piraten. Die sind jetzt in dieser Gruft. Ich glaube, die suchen Gold. Wie viele sind das? Drei verfluchte Halsabschneider. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehören sie zu Crow. Alle töten. Das lohnt nicht. Jo. Gehen wir rein und mischen sie auf. Du vielleicht. Ich bin eher dafür, zurückzugehen und Meldung zu machen. Komm, wir schnappen uns die Typen. Vielleicht haben sie ja was zum Essen dabei. Oha, da könntest du recht haben. Bringen wir die Mistkerle zur Strecke. Sehr schön. Dreht die Waffe hin. Die Waffe weg, wenn du keinen Ärger willst. Kluge Entscheidung. Hä, was ist denn... Alter, Kollege, wir wollten... Na dann, schnappen... Die haben irgendwie alle Probleme, ey. Die Feinde müssen erst vor uns sein, bevor ich die Waffe ziehen darf, oder was? Die Bekloppten.
Das ist so eine Logik vom Spiel gerade. Das ist dein Ende. Baham. Autsch. Oh, keine Erfahrungspunkte bekommen von dem. Nichts zu holen. Wie nichts zu holen? Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich brauch Gold. Eisendring. Oh, was kann der so schön ist? Wurfwaffen und Klingenfest plus 5. Nee, danke. Mal ein bisschen Proviant hier. Sehr schön. Das war gute Arbeit. Hatten die Kerle was Leckeres dabei? Ich habe nichts gefunden. Warte mal. Ich glaube, ich rieche Käse. Käse? Ich brauche dich für einen Auftrag. Tut mir leid, ich kriege meine Befehle von Alcazar. Ich auch. Endlich Schluss mit der Patrouille, oder? Worum geht's denn bei deinem Auftrag? Wir legen uns mit Captain Crow an. Oha, da muss ich mich vorher noch stärken. Treffen wir uns in der Stadt? Habe ich noch Zeit, was zu essen? Na klar. Der Treffpunkt ist vor dem nördlichen Stadttor. Aber ist nicht zu viel. Ich brauche dich hungrig, angriffslustig. Ja, ja, schon gut. Ich werde dort sein. Sehr schön, das freut mich. Gibt's hier noch was zum Holen? Irgendwie. Ah, Erzader. Sehr schön. Ein paar Goldbrocken hier mitnehmen. Fünfmal Goldbrocken. Ja, sehr schön. Das hört sich doch gut an. Sonst ist hier nichts mehr. Nee. Gut, das haben wir dann auch hier. Fertig. Wie die aber nichts hatten, irgendwie was zum Aufheben, irgendwie eine Waffe oder sonst was. So, dann fehlen uns noch zwei Leute. Da fehlen uns nur noch zwei Leute. Oh, es fängt an, wieder hier zu regnen. Furchtbar. So, welche Leute haben wir noch gebraucht? Benito, nein. Du nicht, Benito. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Na dann. Ich muss so Venturo sein. Den brauchen wir auch noch. Also der Neue in der Stadt. Mach hier bloß keinen Ärger. Den meine ich nicht. Ah, die zwei warten da schon. Okay. Hier kurz schlafen. Damit wir besseren Wetter haben. Hier ist der eine, genau. Ich habe einen Auftrag von Kommandant Sebastiano. Du wirst mich begleiten. Worum geht's? Ich brauche deine Schießkunst. Na schön. Gib dir nur einen winzigen Haken an der Sache. Er hat seine Pistole verloren oder sonst was. Meine Flinte. Ja. Weg. Was soll das heißen, deine Flinte ist weg? Nun ja, ich habe bei Webster daran gearbeitet. Den Abzugsbügel erneuert, den Lauf gezogen, das Korn neu justiert und später dann war sie weg. Oh, der Typ ist so dämlich. Lass dir eine andere Flinte geben. Jeder Protektor ist für seine Flinte verantwortlich. Es gibt keinen Ersatz.
Dann nimm dir einfach eine andere. Du stellst dir das so einfach vor. Aber selbst du kannst nicht einfach jemanden umhauen und ihm die Flinte abnehmen. Das funktioniert nicht. Wie sieht deine Flinte aus? Naja, wie so eine Steinschlossflinte halt aussieht. Lauflänge 96, Rotbuchschaft, mit Messingabschluss, kein Bajonett. Was ist mit der Flinte passiert? Nun, ich hatte sie fertiggestellt und wollte feiern. Eusebio hatte ein paar Flaschen Wein, also haben wir uns nachts ins Feuer gesetzt und getrunken. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Und als ich am nächsten Tag aufgewacht bin, war die Flinte weg. Du kennst dich mit Waffen aus? Naja, ich hab's halt mal gelernt. Aber dann wurde ich eingezogen. Bist du gut genug, um mir was beizubringen? Genau. Tja, also wenn es ums Zusammenbauen von Musketen geht, ja, da könnte ich dir schon was zeigen, aber... Aber was? Ich weiß nicht, ob ich das darf. Sebastiano vertraut mir. Du hast recht. Wenn selbst der Kommandant dir vertraut, wird er wohl nichts dagegen haben. Das denke ich auch, ne? Zeig mir, was du drauf hast. Zeig mal, was du mir beibringen kannst. Klar, kein... Eine Feuerwaffe... Ne, bauen möchte ich nicht. Kannst du mir zeigen, wie ich kritische Treffer... Jetzt kann ich das? What the fuck? Jeder Gegner hat besonders verwundbare Stellen. Meistens ist das der Kopf. Bei Tieren kann das aber auch was anderes sein. Wenn du diese Stellen triffst, machst du besonders viel Schaden. Kritische Treffer genannt, ja. Jetzt hat es funktioniert. Oder er konnte das vielleicht mir nur beibringen oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber es hat geklappt jetzt. Unterrichte mich an der Muskete. 500 Gold, Feuerwaffen 3. Das kleine Auto nochmal, wie viel Gold haben wir noch? 1500, ach, was soll's. Ich möchte ein bisschen stärker sein. Und zwar lernen wir nochmal Feuerwaffe auf Stufe 3. Rumpunkte haben wir halt genügend. Und dann nochmal Muskete. Das hier. Unterrichte mich an der Muskete. Du willst besser treffen? Dann solltest du dir mehr Zeit nehmen. Du musst ruhig bleiben. Quatsch. Konzentrier dich auf deine Atmung, auf deinen Rhythmus. Je länger du das Ziel anvisierst, desto genauer ist dein Schuss. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da sind wir schon mal etwas stärker mit der Waffe. Und zwar auf 30. Pistole haben wir auf 40. Im Moment, wir haben ja nur Ausrüstung. Ich habe ja bis jetzt immer auf Pistole oder sowas gemacht. Nee, die Mütze sollst du anbehalten. Hier gibt's auch nichts Neues. Hier Ohrring, das ist dasselbe noch, okay. Amulett. Gibt's noch nichts? Ring vielleicht? Hier plus 5 Muskete, genau. Was ist Rumbonus plus 5%? Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, will ich mal sein, oder? Ja. Voll. So. Dann haben wir das schon mal auf 35 dann. Sehr gut. Ich glaube, bis zum nächsten Morgen schlafen. Der Typ hat ja seine Flinte verloren, der Vollidiot. Immer noch Kackwetter. Dass es hier durchgehend zwei Tage schlechtes Wetter ist, ne? Das ist unglaublich eigentlich. Kackinsel. Ach ja, ich sag nicht, es ist immer noch. Geh nochmal schlafen. Jetzt muss ich es aber aufgehört haben. Hey Leute, es kann nur denn sein. Jawohl. Gut, ich denke mal, das wär's dann erstmal für die Folge für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.